Das war total inspirierend und auch ganz, ganz doll spannend. Also ich habe schon ganz, ganz vielen Mitarbeitern hier die Hand geschüttelt und bin total beeindruckt vom Engagement und von der Leidenschaft und natürlich auch von der Themenvielfalt, die hier im Haus bewegt wird. Das sind wirklich die ganz großen Themen dieser Stadt und ich freue mich total auf die Zusammenarbeit. Ja, also ist natürlich sehr herausfordernd und ich freue mich aber auch über die Möglichkeit, in Zeiten der Umwelt- und Klimakrise jetzt wirklich dieses Amt, dieses wirklich herausfordernde Amt zu übernehmen und auch an der Mobilität der Zukunft mitgestalten zu können in der Verkehrspolitik. Insofern, wir haben nur 3,5 Jahre dafür. Wichtig ist mir, gleich anpacken. Ja, erstmal hat es mich natürlich, also ich bin schon ein bisschen mit Demut und Respekt, gehe ich natürlich an das Amt dran. Aber insbesondere will ich natürlich meine Prioritäten in den nächsten 3,5 Jahren, das ist nicht mehr so viel Zeit, aber die müssen wir jetzt gleich angehen. Das ist für mich im Bereich Verkehr die Verkehrssicherheit, die liegt mir sehr, sehr am Herzen und zwar für alle, für Fußgänger, für Radfahrer, für Autofahrer, aber natürlich auch der Ausbau des ÖPNV, der Ladeinfrastruktur, denn das alles zahlt darauf ein, dass wir weniger Pendelverkehre haben, insgesamt weniger Verkehre und damit einen großen Beitrag zur Klimaneutralität von Berlins leisten müssen. Ja, persönlich genieße ich das natürlich auch, wenn ich nach einer arbeitsreichen Woche am Wochenende durch die Parks streifen kann. Bei mir in Berlin-Weißensee ist es insbesondere dieser große jüdische Friedhof, der größte von Europa. Der ist natürlich unglaublich zum Krafttanken, zum Auftanken geeignet und deswegen also umso wichtiger auch gerade in Zeiten der Klimakrise, dass wir uns diese Stadtnatur erhalten.